Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Und im letzten Part ist Darios Mutter gestorben, weil wir einfach zu blöd waren, sie zu retten. Tja, sie hat uns allerdings das dunkle Geheimnis von Darios Vergangenheit enthüllt. Und zwar ist Dario doch tatsächlich der Sohn des letzten großen Kings of the Hill. Krass, oder? Tja, wir haben dann noch geholfen, ein paar Raubritter aus Ridgewood und der Umgebung zurückzuschlagen und haben dann auch noch unseren alten Jugendfreund Eric wieder getroffen. Eric ist ein ganz schön harter Kerl, viel stärker als Dario. Und ja, Eric denkt sich so, Mensch, Dario, du, wir könnten doch nach dem Tod seiner Mutter soll Dario auf Anraten seines alten Freundes Eric seinen noch einzigen Verwandten, den weisen Priester Elias in Crawford aufsuchen, machen. Das hat Eric genau so gesagt. Deswegen habe ich mich nicht gerade versprochen, sondern Eric. Yeah. Okay, genug der schlechten Rumgealbere. Wir gehen direkt mal in die Mission und schauen, was uns in Crawford denn so Schönes erwartet. Ich glaube, ich weiß sogar wieder ungefähr, was diese Mission so beinhaltete. Wir werden es sehen. Ne? Weh, sie sind zurück, laut. Die dunklen Horden. Doch dieses Mal werden sie nicht von hinnen scheiden, es sei denn, sie fanden, was sie begehren. Vor grauen Jahren schon stand ein mächtiges Königreich unter ihrem dräuenden Schatten. Das alte Reich des weisen Königs Cheron. Wohl gelang es ihm noch mit knapper Not, Dario, seinen kleinen Sohn und dessen Mutter zur Flucht zu verhelfen. Er selbst aber blieb zurück, sein Volk zu schützen. Doch auch er konnte sich der dunklen Armee nicht erwehren, welche die Burg erstürmte, und keiner ihrer Bewohner, so heißt es, verließ sie lebend. Krasse Scheiße. Zersplitterte das einst so stolze Reich in 8 Fürstentümer, und nur die Trümmer der Burg ließen an vergangenen Glanz gemahnen. Dario hatte mit Eric eine große Unterstützung hinzugewonnen. Seit dessen Eintreffen in Ridgewood stand der Freund aus Kindertagen ihm fortan zur Seite. Eric konnte seinem Freund den schnellsten Weg nach Crawford durch den Sumpf weisen. In der Stadt hielt sich auch Darios Onkel und Vormund Helias auf. Die fetten Ritter haben mal zurückgelassen. Schöne Scheiße. Der mächtige Kirchenmann Helias wusste gewiss so manches, was die Angriffe auf die umliegenden Dörfer betraf. Und warum diese schwarzen Ritter auf der Suche nach einem Knaben mit einem Amulett waren, das jenem glich, das Dario von seiner Mutter am Sterbebett erhalten hatte. Doch was war das? Schon von Weitem stieß den Freunden ein beißender Geruch in die Nase. Crawford schien in Gefahr zu sein. Sieht ganz gewöhnlich aus eigentlich. Ich dachte, die Häuser sehen in der Umgebung alle so aus. Nicht nur den Angriffen ausgesetzt. Auch große Städte wie Crawford blieben offenkundig nicht verschont, trotz eines mächtigen Regenten. Trotz der widrigen Umstände war die Wiedersehensfreude zwischen Dario und Helias groß. Der Geistliche hatte bereits Crawford Unterstützung geleistet. Er wirkte vermittelnd zwischen der geteilten Stadt. Die weltliche Oberhand hatte Regent Dovbar inne, die Geistliche der Bischof von Crawford. Ich erinnere mich, glaube ich. Vor grauen Jahren trat Helias in den geistlichen Stand und überließ den Thron des alten Reiches seinem jüngeren Bruder Cheron, Darios Vater. Fortan wirkte er nur noch vermittelnd. Trotz alledem blieb er ein wirkmächtiger Mann, der unerkannt so manches fügte und überall Verbindungen pflegte. Sein Wunsch war es, das alte Reich neu erstehen zu lassen, wenn die Zeit dafür gekommen war. Fancy Close-Up. Eric, gut, dich wieder hier zu haben.
Dario. Der Tod deiner Mutter betrübt mich sehr. Umso mehr gilt es, diesen Angriffen ein Ende zu setzen. Die Schwarzen Ritter haben rings um Crawford Stellung bezogen. Die Stadt liegt zwar auf einem Hügel, besitzt aber keine Mauern zur Verteidigung. Die Siedlung im Süden haben die Angreifer bereits komplett zerstört. Ihr habt das bei eurer Ankunft bestimmt gesehen. Im Westen haben sie Crawford von den Eisenminen abgeschnitten. Ihre Angriffe erstrecken sich sogar bis zu den Eisenvorkommen in den Bergen westlich der Sümpfe. Eine brenzlige Situation. Damit ist die Stadt empfindlich geschwächt. Ohne Eisen können wir nicht genug Soldaten mit Waffen ausrüsten, um die Stadt zu verteidigen. Wir können sie aufhalten, wenn wir am westlichen Zugang zur Stadt zwei Ballistatürme bauen. Diese Türme, die eigenständig auf nahende Feinde schießen, sind ein Wunderwerk der Technik. Dario, Erek, übernehmt diese Aufgabe und das Volk von Crawford wird es euch ewig danken. Bis wir Hilfe brauchen, dann sind wir ihnen scheißegal. In der Siedlung könnt ihr eure Basis aufschlagen. Dort konnte ein kleiner Bergfried den Angriffen standhalten. Klein? Baut dort rasch eine gut funktionierende Siedlung auf. Ihr werdet sie brauchen, wenn wir die Belagerung Crawfords aufheben wollen. Und sorgt euch nicht um die brennenden Ruinen. Die werden bald von alleine einstürzen. Na dann. Ja. Mensch, darf ich auch endlich mal wieder was sagen? Außerdem ich inzwischen einrufe. Missionszähler, errichtet eure Siedlung südlich von Crawford und baut an der angegebenen Stelle zwei Ballistatürme. Das kriegen wir doch hin. Nicht wahr? Würde ich doch sagen. So, Erek und Dario, meine Friends, ihr kommt mal mit hier rüber. Wie ihr wollt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, wir sollen also jetzt an dieser Stelle hier, ups, der hier, einige Ballistatürme bauen. Das klingt doch machbar. Vielleicht sollten wir uns als erstes mal ein paar Leibeigene kaufen. So, weiß ich nicht. Ups, 10 Stück waren das, glaube ich, jetzt gerade. So, muss man wieder reinkommen, hab ein bisschen jetzt nicht gespielt. Okay, werden von diesen Leibeigenen jetzt hier 4 zum Holzhacken schicken. 5. Und euch nehme ich mal mit. Gucken wir uns nochmal Geomuk an. Hier sind die Sümpfe, hier sind die Eisenminen. Diese Eisenminen werden allerdings von Rittern bedroht werden. Das heißt, da müssen wir nur mit Eskorte hin. Ja, da ist jemand zum Reden. Da werden wir doch mal Dario runterschicken zum Kanonengießer. Während du uns mal schnell hier eine Hochschule hinhaust. Du gleichzeitig an einem Haus baust und du gleichzeitig an einem Bauernhof baust. Dann nehmen wir den Typen mal und schicken ihn hier rüber zum Erkunden. Und Dario ist ein bisschen abgeschnitten. Das ist in Ordnung. Da ist noch einer, der wird ein bisschen Lehm abbauen gehen. Ah, hier unten ist die Lehmgrube. Wusstet ihr schon, dass sich südlich von hier ein Siedlungsplatz befindet? Er liegt sehr abgelegen und ist deswegen von den Belagerern bisher verschont geblieben. Nettes Örtchen. Solltet ihr mal besuchen. Ja, danke schön. Das ist doch toll von dir, dass du uns das so sagst. Gucke, kriegst du auch gleich eine fette Belohnung von mir. Watsch. Oh, da habe ich dir außerdem ins Gesicht gehauen. Das tut mir natürlich jetzt leid. So, du wirst das tun, was ich nämlich vorhatte. Ja. Eine Eisenmine bauen. Ja, ist die Stimme hoch, meine Herren. Wie ihr wollt. Und dich werde ich jetzt mal ganz ohne Eskorte hier runterschicken und mal, mit dir zu spielen. Wie ihr wollt, so gut ich kann. Ja. Und du schaust mal nach dem Siedlungsplatz. Oh, warte. Hallöchen, Einsiedler, na? Ihr wollt in die Sümpfe? Ja. Ist aber nicht ganz ungefährlich, werter Herr. Da treiben sich viele Räuber rum. Vor allem da hinten im Steinbruch habe ich vor kurzem welche gesehen. Wo der ist? Na, immer nach Westen halten. Okay, gut. Danke für die Info. Fetten Thanks und schönen Day noch. Sehr wohl.
Ja, ich ihr rede nicht immer so. Nur mal so zur Information. Wie ihr wünscht. So, du, mein Friend, wirst mir hier unten ein Haus bauen und du, mein anderer Friend, wirst mir hier unten einen, Bauernhof bauen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Und da wird unser Held auch schon direkt angegriffen. Ist das nicht geil? Auf in die Schlacht! Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! So, und da haben wir auch schon bis auf den Hauptmann alle geplättet. Wundervoll. So gut ich kann, so gut ich kann. Erik ist schon ein ganz schön harter Kerl. Ah, hier ist noch ein Steinbruch. Ja, sehr schön. Ja. Scheiß doch auf den Steinbruch am besten, denn wir den Steinbruch hier haben, meine Freunde. Ja, in Ordnung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt so, hat Erik sehr gut gemacht. In einer Mine. Ihr Ab habt nicht mit dir zurück. Häuser durchlaucht. Ja, ist gut. Und eure du baust hier ein bisschen Zeug ab. Essen. So, wieder back to Dario. Ah, sehr schön. Eine Schwefelgrube. Mensch. Ja. Finden wir den ganzen Scheiß also schon hier? Sehr perfekt ist das für uns. Ja. Kann man da nur sagen. Ja, oh, es scheinen sich Feinde in der Nähe von Dario zu befinden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh ja, da hinten. Hallo. Ja, ein Held ist in großer Ach Gefahr. Du Kacke. So gut ich kann. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, meine Herren. Ja, ist ein bisschen heißes Pflaster hier, würde ich sagen. Ja. Oh, gleich haben wir Zahltag. Ja. Zahltag. Yay. Gut, gut. Ja. Ich denke mal, mit der Route hier finden wir dann... Das hast du sehr gut gemacht. Ach ja, wir sollten was erforschen, ne? Lehm. Nein, nicht Lehm erforschen, aber ich meine... Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Ach, halt die Schnauze. Natürlich. Halt doch mal die Klappe. Ja, in Ordnung. So, wir gehen jetzt nämlich zum Bergfried und kaufen uns nochmal ein paar Obdachlose. Leibeigene, wollte ich sagen. Warum zum Teufel habe ich jetzt Obdachlose gesagt? Ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir warten, bis wir 150 Leben haben. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Und du schaust dich jetzt nochmal ein bisschen hier um. Ah, da ist der Siedlungsplatz. Ja, der liegt wirklich ein wenig in Ordnung. Abgeschieden. Es regnet. Ach, es regnet. Wo? Ach ja, übrigens, ich fällt gerade auf. Ich wurde in dem einen Part, in dem zweiten Part, wurde ich darauf hingewiesen, dass der Schneeflöckchen-Weißröckchen-Gesang des werten Herrn doch ganz apart klang. Das, mein lieber Lordus Ralus, ist nicht der Fall. Der klang nämlich scheiße. Ich kann das viel besser. Moment. Ich singe es euch jetzt vor. An dieser Stelle muss leider angemerkt werden, dass es sicherer wäre, durch Null zu teilen, als diesen Gesang im Internet zu verbreiten. Darum verzichten wir an dieser Stelle darauf. Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen noch viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Tschüss. Seht ihr? Viel cooler, oder? Muss schon sagen. Ich kann es einfach. Ich habe auch schon mich beworben bei The Voice of Germany. So gut ich und natürlich auch bei wesentlich qualitativ hochwertigeren Sendungen, wie zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar. Ja, mein Lord. Und wurde bei beiden nur ganz knapp nicht genommen. Also sie haben gesagt, meine Stimme ist so gut, dass sie die anderen einfach so sehr in den Schatten stellen würde, dass sie mich nicht nehmen können. Technologie ist und das ist leider der Grund, warum ich halt kein Superstar geworden bin, weil ich einfach zu gut bin für die anderen. Ich bin müde. Kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Du bezahlst kein... Oh, doch, du bezahlst Steuern. Dann mache ich mich vielleicht mal so... Ach komm, hier baue ich ein Haus für dich aus. Bin ich nicht nett? Ich bin nicht nett. Ich bin total nett. Ist gut. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Dario ist in der Nähe von Enemies. Ja. Ah. Ja, sehr wohl. Feinde haben einen Held attackiert. Der Sieg wird unser sein! Lasst mein Volk in Frieden. Krass, da machen wir hier so einfach ganz fuchsfrech klar. Ganz frech greifen die uns hier einfach an. Was soll denn das? Ist ja eine Frechheit. Guck mal so hier. So gut ich kann. Gut.
Kennt ihr schon Eric? Eric ist mein Kumpel. Auf in die Schlacht! Ausbau vollbracht. Ich zeig euch mal, was er so jetzt drauf hat. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Forschung abgeschlossen. Vorsicht, Kameraden! Jups, ich gucke, das kann Eric. Ist Eric nicht toll? Ich finde schon. Hab da mal kennengelernt. Ist ein netter Kerl. Finde ich auch. Ja, natürlich. So, du hast nichts zu tun. Ja, was ist das denn? Dann bau mal Stein ab. Können wir noch gebrauchen. Warte mal, wo war der Steinbruch nochmal? Hier unten. In Reichweite von den Banditen, die sich hier irgendwo niedergelassen haben. Da müssen wir vorsichtig sein. Könnt ihr denn einen Turm bauen? Einen Turm können wir schon mal bauen, okay. Aber vielleicht wollen wir erstmal eine Kaserne hinhauen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Doch, das hast du so schön gesagt, mein Freund. Schön. Unsere Arbeiter bezahlen endlich ihre Steuern, die faulen Säcke. So, und ja. Du baust mir einen Steinbruch. Oh, wie die sich freut. Ist das nicht schön? Ja, ja. Da freuen sie sich über den Steinbruch. Haben sie endlich mal ein bisschen Arbeit. Toll. Na, dann nehmen wir doch mal unser Heldengespann und erkunden ein bisschen die Sümpfe. Jawohl. Ja, natürlich. Denn zusammen haben die ja einiges drauf, muss man schon sagen. Ja, natürlich. So soll es sein. So soll es sein. Dahin geht ihr mir. Baut ihr hier schön den Steinbruch. Wundervoll. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Und wir schauen uns mal die Sümpfe ein bisschen an. Natürlich. Ah, hier ist eine Straße, das heißt, hier ist irgendwas in der Nähe. Gut, wie ich Bescheid weiß, ne? Ja, natürlich. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wer zum Teufel ist da unten? So soll es sein. Ja, so soll es sein. Ah, hier ist der Steinbruch. Seht ihr? Ja, Forschung abgeschlossen. Haben wir ihn gefunden, wundervoll. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. No. Natürlich. Und da ist sogar so die Eisenmine direkt um die Ecke. Ja, Mensch. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Was ist denn das große Problem an diesem Siedlungsplatz? Hier ist ja noch mehr Eisen. Und überhaupt keine Gegner zu sehen. Dario blinkt nicht mal. Aber gern. Schlag zuerst mehr Holz. Ja, jetzt blinkt der Dario. Warum denn das? Sind hier etwa Gegner? Nein, da sind Gegner. Aha. Für die Ehre! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Der Sieg wird unser sein! Für die Ehre! Auf in die Schlacht! So, na Mensch, läuft doch eigentlich ganz gut. Angriff! Aber wahrscheinlich greifen die das hier regelmäßig an, sodass wir Truppen abstellen müssten. Um das hier zu verteidigen. Sofort. Jo, deswegen willst du mal hier hingehen und Eisen abbauen. Wir haben nämlich keins, wie vielleicht auffallen sollte. Jo, habt ihr fein gemacht. Ich bin stolz auf euch. Jawohl. Schummeln wir uns mal ein bisschen die Map zurecht. Hier geht der Weg weiter. Ja, Mensch, was kann ich denn dafür, dass da irgendwelche unbekannten Verbündeten, von denen ich vorher noch nicht mal was wusste, angegriffen werden? Ja. Wie ihr wollt. Ja, Milord. Hauen wir mal den Oh Gott, da kommen wieder Gegner auf uns zu. Ich sehe es schon. Da sind sie. Auf in die Schlacht! Ich hufte. Und unsere Special-Fähigkeit ist noch nicht weiter aufgeladen. Nein. Was? Nein, wo? Oh mein Gott. Natürlich. Natürlich. Fertig, Meister. Na, was hast du fertig gebaut? Oh, feiner Junge. Ja. Komm, Eisen abbauen. Der Tag der Abrechnung.
steuern und sollte. Jo, das könnte eine etwas längere Mission werden. Wahrscheinlich werden da wieder drei Parts draus. So soll es sein. Das ist ja natürlich ein bisschen blöd, muss man sagen. Ja, natürlich. Wie ihr wollt. Sofort. Ich frage mich, wo wir da gerade drauf zurennen. Na Mensch, was muss ich hier gerade sehen? Der Feind attackiert eure Siedlung. Scheiße, das wusste ich nicht, dass die das machen. Ist in Ordnung. Also ich wusste nicht, dass sie so weit nach Süden kommen. Das ist frech. Und wir haben nicht genug Geld. Oh, das ist ein Fehler. Scheiße. Das heißt, die Einheit wird nicht mal komplett ausgerüstet sein. Hier greifen die Schufte unseren Bauernhof an. Reparier mal den nebenbei. Ihr habt nicht genug Taler. Ja, das ist scheiße, ich weiß. Aber guck mal, da irgendwo in der Nähe müsste Dario gerade auf dem Weg sein. Ach, da hinten sind sie noch. Hm? Das kann ein bisschen dauern, aber die kommen noch an. Ja, und solange wir da schön die ganze Zeit nebenbei weiter reparieren. Sehr schön. Sieht das doch ganz praktisch aus. Und beim Zahltag, sobald der ist, dann können wir wieder Zeug holen. So. Und du baust mir einfach mal einen Aussichtsturm hin, dann können wir den schon mal, haben wir den schon mal, und dann können wir die ausbauen zu Ballistatürmen. Ich denke mal, wenn ich mich recht entsinne, kommt da ein bisschen mehr, deswegen bauen wir einfach mal direkt drei Aussichtstürme und die dann gleichzeitig aus zu Ballistatürmen. So soll es sein. Ja. Wie ihr wollt. Ja, also eigentlich attackiert eure Siedlung. Ist der Leibeigene hier die ganze Zeit sofort, so gut ich kann. Wie ihr wollt. Ja. Fertig, Meister. Der Tag, ja, der ist eigentlich ziemlich praktisch an der Stelle, weil er die schon ordentlich wegrotzt. In Fahrt mit euch für die Ehre. Hinfort, in farmes Gewürm. Der Sieg wird unser sein. Unser Heldengespann läuft doch ganz gut hier. Und der einsame Bauer baut weiter. Oh, da haben sie uns einen fetten Hinterhalt gelegt, die Schufte. Ein Held ist in großer Gefahr. Na, so groß ist die Gefahr jetzt auch wieder nicht, mein Freund. Da übertreibst du wieder mal. Ja, Erik kriegt schon ganz schön Schaden da. Reingewirkt. Entschuldigt all die Federn. Er ist in der Mause. What? Ach so. Der redet von seinem Falkenadler-Ding da. Naja, jetzt haben wir sie. Oh, da kommen noch mehr. Da ist irgendwo ein Nest, hat man das Gefühl. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Naja. Euer Wunsch. Ziehen wir mal einen Trupp nach Norden. Und ich glaube, so langsam sollten wir vielleicht Erik abziehen hier. Na, noch geht's. Jetzt hauen sie erstmal den Bogenschützentrupp weg. Der Sieg wird und dann kümmern sie sich um die Leute hier. Na, das geht noch. Das schafft Erik gerade so noch. Meister. Ja, was machst du denn hier? Ah. Fein. Brauchst du mir noch so einen Turm? Ach, jetzt konzentrieren sie sich auf Dario, weil Erik so geschwächt ist. Das sind sehr nette Feinde. Muss man schon sagen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und dann haben wir gleich nochmal den Rundumschlag. Moment. Ah, ich mache einen Shortcut, wisst ihr? In Fahrt mit euch. Bäm. Seht ihr, habe ich hier voll krass verschwendet, die Attacke, weil der Typ gar nicht in unserer Reichweite war. Folgt mir in den Kampf! Streitet furchtlos! So, und dann ziehen wir uns erstmal zurück. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu heftig. Sollten die wieder ankommen, schicken wir einfach... Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Ah, sehr schön. Sie konzentrieren sich auf unsere Verbündeten. Das, dafür ist er doch da, oder? Will ich doch meinen. So, wie viel kostet das, das Ding auszubauen? Ja, dafür benötigen wir erstmal eine neue Forschung. Hä, super. Und für die Forschung brauchen wir eine Festung. Und für die Festung brauchen wir Geld und Steine. Oh. Umständlich. Aber hallo.
Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in Sachen investieren, die nicht so viel Geld kosten und nicht so viele Steine. Also können wir effektiv gar nichts machen. Das klingt doch toll. Ah, wir können eine Schmiede bauen. Also wir könnten jetzt die ganzen Veredelungshäuser bauen, um ein bisschen schneller Rohstoffe zu kriegen. Frage ist, lohnt sich das? Vor allem kosten die ja alle Steine. Oder wir warten ganz kurz noch bis zum nächsten Zahltag, bauen dann die Festung schon mal aus. Also die Burg zu einer Festung, meine ich. Und dann können wir ja jederzeit alles Mögliche mit unseren Rohstoffen machen. Weil dann dauert sowieso erstmal eine Weile, würde ich sagen, ne? Dann bauen wir nämlich die Festung und dann müssen wir erstmal Zahnräder erforschen. Dafür brauchen wir auch Stein. Ach, Kacke. Naja. Wird erstmal die Festung gebaut und das ist gut so. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Schön. Du da. Bau mir doch einfach mal ein Sägewerk. Hier hin. Yep. Weil es da schön aussieht. Und hier warten wir noch mal ganz kurz, bis wir 200 Steine haben. Was ja bestimmt unglaublich schnell vonstatten gehen dürfte. Okay, eine Schwefelgrube können wir auf jeden Fall nicht bauen. Die ist zu unsicher. Gott, oh, das dauert alles so lange. Ist ja schrecklich. Ja, eine Schmiede können wir bauen, aber ich will eigentlich eine Steinmetzhütte bauen. Aber dafür brauchen wir noch 300 Steine. Na, wundertoll. Kaufen wir gleich nochmal ein paar Leibeigene, um hier Steine zu kloppen. Können wir den Steinbruch ausbauen? Nee, dafür brauchen wir... Halt doch mal die Klappe, ich kenne den Typen da hinten nicht mal. Ausbau abgeschlossen. Ah, guckt euch unsere tolle Festung an. Guck mal, können wir gleich mal zur Feier des Tages zwei Leibeigene kaufen. Yay. Steine kloppen. Lieber als das. Eure Lieblingsarbeit, ich weiß es doch ganz genau. Moment, da muss ich mir jetzt noch was Neues zu trinken einschenken hier. Jo. Ist nämlich ein bisschen früh. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So ungefähr um 4, 5 morgens mal wieder. Ja! Ihr merkt, mein, an den ganzen Aufnahmezeiten, die ich hier gerne so lerne, mein biologischer Rhythmus ist ein wenig im Anus. Durch Studium, da ich in meinem Studium sehr viele Vorlesungen erst gegen 16 Uhr hab, meistens dann bis 19 Uhr in der Uni hocke. Ein Sägewerker beginnt mit ja, es hat sich mein ganzer Tagesrhythmus deswegen ein bisschen nach hinten verlagert. Das heißt, ich schlafe relativ lange, um dann aufzustehen, zur Uni zu gehen, dann die ganze Nacht durchzuzocken, ins Bett zu gehen, dann um 15 Uhr aufzustehen, zur Uni zu gehen. Aber es gibt noch Obdachlose. Und so weiter und so fort. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Und du, mein Freund, hältst einfach mal die Schnauze. Wäre echt nett von dir. Danke.